Kommen wir nun zu dem Institut mit dem vollen Durchblick, nämlich zu der klinischen Abteilung für bildgebende Diagnostik. Und zwar hält der Thorsten Rick den Vortrag Lungenkrebs, wir kriegen dich. Dafür muss ich einmal kurz abdunkeln. Grüß euch alle, ich bin der Thorsten und ich schreibe meine Doktorarbeit auf der bildgebenden Diagnostik und ja, danke fürs Abdunkeln, da fühlen wir Radiologen uns einfach sicherer. Ich möchte heute mit euch über ein medizinisches Problem sprechen, was wir in der Tiermedizin haben. Einige werden es kennen, den Krebs. Also im Speziellen eigentlich den Lungenkrebs. Lungenkrebs ist relativ selten bei Hund und Katze. Das macht ungefähr nur 1% der Tumorerkrankungen aus. Es kommen also auf 10 primäre Lungentumore, es kommen ungefähr 10 primäre Lungentumore auf ungefähr 100.000 Tiere. Das Problem, was ich eigentlich besprechen möchte, ist die Diagnostik von Lungenkrebs. Die birgt nämlich bei Hund und Katze einiges an Risiken und Nebenwirkungen. Anhand eines Beispiels werde ich euch mal erläutern, wie der normale diagnostische Weg ist und dann werde ich euch meine Alternative vorschlagen. Als Anschauungsbeispiel dient uns heute ein kleiner Hund. Da ist er. Klassischer Malteser, eher gelb als weiß. 8 Jahre männlich kastriert. Heißt Manfred. Und hat Husten. Wie das hier in Wien so üblich ist, wird Manfred also ungefähr 3 bis 4 Monate nach Beginn der Symptomatik dem Internisten vorgestellt. Und Internisten sind ja unheimlich intelligente Menschen, die jetzt erstellen dann Listen an Differentialdiagnosen, das heißt halt Listen an Ursachen, die für das Problem verantwortlich sein könnten und ordnen die dann auch nach Wahrscheinlichkeit. Das kann dann im Fall von Husten auch mal so aussehen. Husten ist halt ein unspezifisches Symptom. Damit wir diese Liste an Differentialdiagnosen mal ein bisschen eingrenzen, wird Manfred also auf die Radiologie überwiesen und wir machen mal ein Röntgenbild. Jetzt machen wir hier mal einen ganz kurzen Exkurs in die Röntgendiagnostik. Das heißt, wir brauchen mindestens 2 Aufnahmerichtungen, eine seitliche, eine obere. Auf der seitlichen hier ist hier vorne, da ist hinten. Und wenn ihr ein Röntgenbild anschaut, ist es im Endeffekt nichts anderes, als wenn ihr auf eine Party geht. Das heißt, was macht ihr, wenn ihr auf eine Party geht als erstes? Richtig, geht erstmal auf die Bar. Ihr geht erstmal in die Bar und geht was trinken. Und dann schaut ihr, ob alle eure Freunde da sind und ob es euren Freunden gut geht. Und dann ist es ja meistens so, dass auf der Party immer der eine alte oder die eine alte Frau ist, die eigentlich irgendwie nicht dazugehört. Einige werden sie kennen, aufmerksame ÖH-Bar-Besucher sicher. Zack! Spritzertrude! Ja, ist nie eingeladen, aber ständig da. Egal, zurück zum Röntgenbild. Wir schauen, ob unsere Freunde da sind, ob unser Herz da ist, ob unsere Luftröhre da ist, ob unser Zwerchfell da ist, ob es denen gut geht. Und dann schauen wir, ob Spritzertrude da ist. Und da ist ein ungebetener Gast. Aufmerksame Beobachter werden es schon gesehen haben. Im rechten hinteren Lungenlappen befindet sich eine weichteildichte Masse. Um das Ausmaß dieser Masse jetzt besser evaluieren zu können, muss Manfred in einen Computertomographen. Manfred kriegt also eine computertomografische Untersuchung. Das Problem in der Tiermedizin von computertomografischen Untersuchungen ist ganz einfach, dass unsere kleinen Freunde eine ganze Menge Bewegungsartefakte erzeugen. Und je mehr Bewegung, desto verwackelter das Bild. Manfred braucht also eine Narkose. Manfred hat die Narkose bekommen, Manfred hat das CT bekommen. Wir haben Manfred in der horizontalen im Brustkorb durchgeschnitten. Und wir sehen hier die computertomografische Untersuchung. Alles, was weiß ist, ist Weichteil. Alles, was blau ist Luft. Alles, was weiß ist Knochen. Wir schauen im Endeffekt von oben in den Brustkorb rein. Wir sehen hier Luft im Magen. Wir sehen die Speiseröhre, die in den Magen reinzieht. Wir sehen die lufthaltigen Alveolen hier blau dargestellt. Und wir sehen diese Pulmonalarterien. Das heißt, wir sehen die Blutgefäße der Lunge. Und was wir auch sehen, ist unser ungebetener Gast. Der ungebetene Gast hat sich in dem Fall als Adenokarzinom, also als bösartiger Lungentumor herausgestellt und Manfred musste operiert werden. Als Gegenbeispiel möchte ich euch die Perserkatze Tiffy vorstellen. Tiffy hat auch ein Röntgenbild und Tiffy hat auch ungebetene Gäste auf ihrer Lungenparty. Allerdings ist es bei Tiffy so, dass es alte Freunde sind, die sich im Laufe des Abends verändert haben. Das heißt, wir haben entzündetes Lungengewebe. Wir haben entzündetes Lungengewebe, was sich im Röntgenbild weichteildicht wie ein Tumor darstellen kann.
wie unterscheiden wir jetzt? Das Problem werdet ihr erkannt haben, wie unterscheiden wir jetzt gut von böse? Normalerweise machen wir es so, wir stecken eine Nadel rein und untersuchen die Zellen, die wir in der Nadel finden. Das Problem an der ganzen diagnostischen Sache ist jetzt halt, dass da eine ganze Menge Nebenwirkungen sind. Ich spreche da nicht nur von der Strahlung im CT oder von der Narkose, sondern auch natürlich von den Kosten, die enorm sind. Meine Betreuer und ich, wir haben uns also überlegt, was können wir da machen? Wie können wir Informationen über Lungentumore sammeln und die meisten dieser Nebenwirkungen umgehen? Und wir haben uns ein Ultraschallgerät genommen und wir haben uns ein Kontrastmittel genommen. Und mit dem Kontrastmittel können wir nämlich Blutgefäße im Ultraschallbild darstellen. Und wir haben herausgefunden, dass bösartige Veränderungen in der Lunge deutlich später mit Kontrastmittel anreichern als gutartige Veränderungen in der Lunge. Um zu verstehen, warum das so ist, müssen wir eine ganz kurze Reise in unseren Körper unternehmen. Ich habe mal hier schematisch den Blutkreislauf aufgezeichnet. Die meisten werden ihn eigentlich kennen. Das Wichtigste oder das Eigentliche, was uns interessiert, sind zwei Blutgefäßsysteme, die parallel in der Lunge verlaufen. Das sind zum einen mal die Pulmonalarterien, die wir alle kennen, die sauerstoffarmes Blut zur Lunge transportieren, wo es wieder mit Sauerstoff angereichert wird. Und das sind auf der anderen Seite aber die Bronchialarterien, die sauerstoff- und nährstoffreiches Blut zur Lunge transportieren und sie damit füttern. Wenn ich jetzt mein Kontrastmittel hier in eine periphere Vene injiziere und meine Veränderung ist von Pulmonalarterien vaskularisiert, bedeutet das also, mein rechtes Herz reichert an, dann reichert meine Veränderung an und dann reichert erst mein linkes Herz an. Ist meine Veränderung aber von Bronchialarterien vaskularisiert, bedeutet das, mein rechtes Herz reichert an, mein linkes Herz reichert an und erst dann reichert meine Veränderung an. Und um das jetzt zu beweisen, habe ich euch nämlich auch die Videos von Manfred und Tiffy mitgebracht. Das ist Manfred. Hier haben wir das normale Ultraschallbild, hier die Kontraststudie, hier das Herz. Das rechte Herz ist bereits angereichert. Als nächstes reichert das linke Herz an und erst dann reichert die Läsion an. Das heißt, mit einer Anreicherung nach beiden Herzkammern haben wir es hier mit einer bösartigen Lungenveränderung zu tun, einem Lungentumor. Bei Tiffy sieht das ein bisschen anders aus. Die Läsion ist, die Veränderung ist hier, das Herz ist hier, das rechte Herz reichert an, die Läsion reichert an und dann reichert er erst das linke Herz an. Das müsste jetzt eigentlich nochmal kommen. Naja, oder ihr glaubt es mir einfach. Jedenfalls ist es so, dass es bei Tiffy eine gutartige Läsion ist, eine entzündliche Veränderung, die wir mit Antibiotika behandeln können. Als letztes möchte ich mich natürlich noch bei meinen Betreuern bedanken, Professor Hittmeier, Professor Kleiter und Professor Thalhammer und natürlich euch allen für die Aufmerksamkeit. Danke. Ja, vielen Dank, Thorsten. Ne? ich habe deinem Vortrag jetzt natürlich sehr aufmerksam, bin ich sehr aufmerksam gefolgt. Und da habe ich jetzt eine sehr wissenschaftliche Frage. Wie oft warst du denn schon ungebeten auf irgendwelchen Partys? Ja, also wenn du mich mal häufiger einladen würdest, dann seltener. Okay, okay. Herr Schauer, wenn du gewinnst, dann vielleicht.